keiner ahnte, was man nach roter Beete über den Urin ausscheidet. Brisant, und das ist das Thema heute, denn wie wir wissen, gehört die rote Beete zu den gesündesten Pflanzen auf der Erde und zu dem gesündesten Wurzelgemüse auf der Welt. Doch werden oft nicht große Mengen Geld darin investiert oder Studien angelegt, Untersuchungen angestellt und so weiter, was man gesundheitlich erreichen kann, wenn man für jedermann erhältliche Lebensmittel konsumiert, wie zum Beispiel die rote Beete. Doch dieses Jahr kam etwas sehr, sehr, ich nenne es mal so, nicht zu fassendes heraus, was ich euch gleich zeigen möchte. Anhand von einer neuen Menschenstudie, dieses Jahr erschienen, anscheinend greift die rote Beete in den Hormonhaushalt des Menschen ein, was so keiner vorher ahnen konnte. Das kann vor allem brisante Folgen haben für diejenigen, die sonst mit dem Hormonersatz Geld verdienen. Dazu gleich mehr. Es gibt drei Hauptwirkstoffe in der roten Beete, die wirklich die rote Beete superior machen über anderes Wurzelgemüse und vor allem über vieles normale Gemüse. Der erste Inhaltsstoff der roten Beete ist das Nitrat. Dieser wird im Körper zu Nitrit und dieses wiederum zu Stickstoffmonoxid umgewandelt. Dieses Gas, Stickstoffmonoxid, stellt unsere Arterien weit, auch Vasodilatation genannt. Doch wieso ist das gut für uns? Überleg mal, was passiert, wenn unser Herz ständig gegen enge Gefäße pumpen muss? Erstens, es erschöpft und zweitens verdickt sich die Herzwand von innen, was das Volumen des Herzens kleiner macht und damit auch das Herz schwächer. Drittens, der Blutdruck ist permanent erhöht. Das heißt, die Nitrate aus der roten Beete müssen ja dann den Blutdruck senken, oder? Doch muss man das doch erstmal in einer Studie beweisen, oder? Genau dazu gibt es eine, ich wäre nicht Patrick, wenn ich nicht dazu auch eine finden würde, ja. Und zwar eine Meta-Analyse aus randomisierten Studien, das heißt das beste Studiendesign, was man sich überhaupt nur so in der Milchstraße wünschen kann. Ja? Man sieht hier sehr eindrücklich, dass die Nitrate aus der roten Beete den systolischen Blutdruck proportional senken. Das heißt, je mehr davon, desto mehr wird gesenkt. Je mehr Nitrat zu sich genommen wird, ja, desto mehr wird der systolische Blutdruck gesenkt. Also jener, welcher den Druck auf die Arterie wiedergibt, wenn das Herz das Blut ausschlägt. Doch wie sieht es mit dem diastolischen Blutdruck aus, also dann, wenn das Herz gerade mal nicht schlägt? Dort sehen wir den gleichen Trend. Je mehr Nitrat, desto niedriger der Blutdruck. Zweiter Inhaltsstoff der roten Beete, sie enthält Betain. Der Name Beta stammt aus dem Latein und bedeutet Rübe oder Beete. Chemisch möchte ich dort gar nicht zu tief hinein als Chemiker, auch wenn ich sehr gerne würde. Aber was wichtig ist, es spendet Methylgruppen, und zwar drei Stück, dazu gleich mehr, keine Panik. Zusammen mit dem Vitamin B9, B6 und B12 soll Betain in der Lage sein, erhöhte Homozysteinwerte im menschlichen Blut zu senken. Das gilt als protektiv gegen Arteriosklerose und deren Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck. Zurück zu den Methylgruppen. Methylgruppen benötigt unser Körper zum Aufbau von wichtigen Molekülen, mit denen wir Energie gewinnen, zum Beispiel das körpereigene Kreatin für den Muskel und für das Herz oder Carnitin für die Fettverbrennung. Aber noch viel wichtiger, schaltet Methylgruppen Gene ein und Gene ab oder aktiviert bestimmte Enzyme oder Moleküle bei uns im Körper, wie beispielsweise Serotonin oder das Schlafhormon, das sehr starke Antioxidanz, wer kennt es? Fängt mit M an, so ähnlich wie Serotonin, Melatonin. Methylgruppen verdichten das Chromatin, woraus unsere DNA besteht, indem sie dort andocken. Das hat zur Folge, dass bestimmte Abschnitte der DNA nicht abgelesen werden können von Enzymen. Was wiederum darin mündet, dass zum Beispiel keine Entzündungsprozesse mehr exprimiert werden können und daher die Entzündungswerte herabgesetzt werden können bei uns im Körper, was sehr wichtig sein kann, gerade zum Beispiel bei Autoimmunerkrankungen und Co. Und das ist doch sehr, sehr spannend, was das Betain so alles macht. Wirklich sehr spannender Stoff, doch zurück zu den leistungssteigenden Eigenschaften. Popeye hatte übrigens recht mit dem Spinat, da, wie wir sehen, hat Spinat viel Betain, rote Beete aber noch mehr als doppelt so viel und der König ist tatsächlich Quinoa, das wissen die allerwenigsten, von daher, wenn du nächstes Mal Reis oder wie auch immer halt kaufen möchtest, greif lieber
zum Quinoa, den gibt es mittlerweile genauso bei Aldi und Co. In einer randomisierten Menschenstudie mit Sportlern, die Betain einnahmen 2,5 oder 5 Gramm pro Tag, konnte gezeigt werden, dass es die Leistung steigert und ebenfalls den Testosteronwert steigert. Das ist doch mal was. Das Ganze ist natürlich statistisch signifikant zu verzeichnen, was auch sonst. Hier ja, die ersten beiden Balken, die Betain-Gruppe, nicht, aber in der Placebo-Gruppe, dort stieg die Leistung nicht signifikant. Das gleiche für das Testosteron. Dieses ist nur signifikant in der Betain-Gruppe gestiegen und zwar von 4,77 auf 5,06 Nanogramm pro Milliliter Blut. Nicht aber in der Placebo-Gruppe. Da wir wissen, beinhaltete die rote Bete viel Betain und dieses steigerte die Leistung in einer randomisierten Studie und das Testosteron. Doch wurde hier nicht rote Bete gegeben, sondern das Betain, was auch in der roten Bete zu finden ist. Daher ist doch jetzt zu klären, kommt das Betain aus der roten Bete auch wirklich im Körper an und ist dort messbar? Das wissen wir leider nicht, bis man es getestet hat. Das hat man natürlich auch gemacht und zwar dieses Jahr. Ja, dazu schauen wir uns diese Studie hier mal an. 4-Methyl-Pyridin-2-Carbonsäure, klingt sehr kompliziert. Ist es aber nicht, denn es ist einfach nur das Abbauprodukt im Urin von dem Betain, wovon wir gerade so viel gelernt haben. Und das wurde gemessen. Hier sieht man sehr, sehr klar, dass genau nach 2 Stunden im Urin große Mengen des Abbauprodukts des Betains zu finden sind. Aha, und das bedeutet, dass durch den Konsum von roter Bete tatsächlich große Mengen Betain im Körper ankommen, die, wie wir vorher gelernt haben, Betain die Leistung steigert und bei Sportlern das Testosteron gesteigert hat und das Ganze statistisch signifikant. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Herzlichen Glückwunsch, dass du ein bisschen dran geblieben bist. Warum rote Bete so gesund ist und was bisher noch nie nachgewiesen worden ist im Urin und den Titel des Videos widerspiegelt. Es lohnt sich immer bis zum Ende dran zu bleiben. Das Beste kommt zum Schluss. Richtig. Es geht um einen Neurotransmitter bzw. ein Hormon, welches darüber entscheidet, wie glücklich wir unser Leben führen bzw. du. Es wurde von den Wissenschaftlern vermutet, dass ebenfalls große Mengen Dopamin im Körper freigesetzt werden und danach ausgeschieden werden durch den Konsum von Rote Bete. Wir schauen uns gleich mal die Ergebnisse an, doch zunächst, was macht überhaupt Dopamin bei uns im Körper? Dopamin ist ein Neurotransmitter, das heißt Neuro von Nerven und Trans immer zwischen den Nervenvermittler so gesehen, ein chemischer Botenstoff im Gehirn und im zentralen Nervensystem, der eine wichtige Rolle bei verschiedenen Funktionen im Körper spielt. Erstens Belohnung und Freude. Dopamin wird oft als Wohlfühl-Neurotransmitter bezeichnet, da es mit Gefühlen von Freude, Belohnung und Motivation in Verbindung steht. Es wird freigesetzt, wenn wir angenehme Dinge erleben, wie zum Beispiel dieses Video hier gerade zuhören. Das ist auch unfassbar angenehm. Wie gutes Essen auch, angenehme Aktivitäten oder positive Rückmeldungen erhalten. Dieses verstärkt unser Verlangen, solche Handlungen zu wiederholen. Und das macht auch das Dopamin. Zweitens Bewegungskontrolle. Dopamin ist auch an der Regulation der Bewegung beteiligt. Ein Dopaminmangel in bestimmten Teilen des Gehirns kann zu motorischen Symptomen führen, wie zum Beispiel das Parkinson. Drittens Stimmung und Emotion. Dopamin spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation der Stimmung und emotionalen Reaktionen. Es wird mit Stimmungsstörungen wie Depressionen in Verbindung gebracht und übermäßige Dopaminaktivität kann bei Erkrankungen wie Schizophrenie auftreten. Viertens Aufmerksamkeit und Fokus. Dopamin ist wichtig für die Aufmerksamkeit und Konzentration. Störungen in der Dopaminsignalgebung kann zu ADHS führen. Von daher an, ganz so wenig können die Leute nicht haben, wenn du das bis hierhin geschaut hast, denn ein bisschen Aufmerksamkeit ist schon notwendig für so viel Wissen auf einmal, wenn man es tanken möchte wie hier. Fünftens, Lernen und Gedächtnis. Dopamin ist entscheidend für die Bildung von Verknüpfungen zwischen Handlungen, Ergebnissen und Belohnungen, was für das Lernen und das Gedächtnis von großer Bedeutung ist. Zuletzt, sechstens, Sucht. Viele Suchtmittel wie zum Beispiel Drogen erhöhen Dopaminspiegel im Gehirn, was zur suchterzeugenden Wirkung beiträgt, aber natürlich auch im übermäßigen Maße natürlich halt, was normalerweise nie auf natürliche Art und Weise erreicht werden kann.
Daher gibt es jetzt die rote Beete. Wie man verblüffenderweise sehen kann, ist das Abbauprodukt von Dopamin, Dopaminsulfat. Das Sulfat macht das Dopamin wasserlöslich, so dass es über den Urin ausgeschieden werden kann. Daher ist es als Sulfat im Urin zu finden und nicht das normale Dopamin, das als Hormon. Genau nach 2 Stunden scheidet man plötzlich große Mengen von dem Abbauprodukt des Dopamins aus, welches ja das Dopaminsulfat war. Wenn man zuvor rote Beete aß, das ist sicher kein Zufall, sondern die Bestätigung, dass rote Beete große Mengen Dopamin im Körper freisetzt und damit etwas absolut Bahnbrechendes. Brauchst du etwas mehr, ein Wohlfühltransmitter, etwas gegen Depressionen oder etwas für deine Aufmerksamkeit oder dein Gedächtnis, was es nach vorne bringt, gegen dein Zittern, was das einschränkt und so weiter. Dann ist rote Beete wohl eine gute Wahl, sie öfter die Woche in deine Ernährung einzubauen. Zum Beispiel als Gemüse roh oder als Saft. Wenn dir die Qualität des Videos gefallen hat, dann wird dir die Qualität bei Purazell noch besser gefallen, wenn Gesundheit dein Fokus ist. Und anscheinend ist es das. Schaut gerne mal dort vorbei. Bis gleich auf purazell.de. Wir sehen uns auch im nächsten Video. Ciao.